Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie und dann gab es keines mehr. Moment, Moment, Moment. Ja. Momentan, ich kam jetzt hier eine ganze Weile nicht weiter, aber vorher schon mal geschaut, was mir noch gefehlt hat. Was bedeutet, ich habe etwas vorgespielt und ja. Es ist besser, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Ja. Das muss ja riechen. Wie kommen Sie mit Ihren Ermittlungen voran, Blanc? Besser als Sie, möchte ich wetten. Wen halten Sie für den Mörder? Rogers natürlich. Nach meiner Erfahrung ist es fast immer ein Diener. Und er ist der Einzige, der noch lebt. Rogers Hintergrund mag wie ein offenes Buch erscheinen. Vielleicht hatte er ein Motiv, seine Frau zu töten, aber warum die anderen? Der Richter glaubt, dass es ein Wahnsinniger ist. Das ist Motiv genug. Selbst Wahnsinnige haben Motive, die für sie einen Sinn ergeben. Mag sein. Da ich keiner bin, habe ich dazu keine Meinung. Irgendeine Idee, wer das nächste Opfer von Mr. Owen sein könnte? Ich bin für ihn die größte Gefahr. Ein professioneller Ermittler? Er kann von Glück reden, dass er so lange unentdeckt blieb. Ich arbeite mich heran und das weiß er. Das wäre alles im Moment, Mr. Blanc. Ja, dieser Mr. Blanc war der letzte, den ich befragen sollte. Und muss ich überlegen. Ja, ich muss trotzdem noch mal nach oben, denn hier oben gibt es nämlich auch noch was zu entdecken. Auch wenn das für den späteren Verlauf vielleicht erst nützlich sein wird. Aber erstmal muss ich rausfinden, wo ich wo ich es gesehen habe, wo ich raus muss. Okay, jetzt gehen wir hier nach draußen. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Ja. Überall Vögel. Nein, ich glaube nicht. Aber ich bin mir sicher, das war die andere Seite. Och nein, ey, jetzt geht er auch nicht auch so auf den Geist hier. Das Haus der tausend Türen. Geh mal hier rum. So. Tja. Muss ich tatsächlich mal überlegen. Wir werden gleich sehen, dass das wichtig ist. Ah, hier, genau. Ein Fernrohr mit einem Stativ. Wird uns so hier drin nichts nützen, denn, ja, ich schätze mal, das muss ich dann auf die. Ein Falke mit einem Fisch in seinen Krallen. Langsam geht mir das Vogelthema auf den Geist. Ja. Okay. Weiter im Text. Habe ich überhaupt schon. Muss ich mal was schauen. Gäste, Dokumente. Ja, gut. Okay, zur Treppe. Ich muss nach unten. Also wenn sie die Kameraperspektive immer so ändert, dann ist das jetzt, kann es doch mal einige Male unübersichtlich werden. Die Zeit für Gespräche ist vorbei. Ah, okay, das bedeutet, mit ihr hatte ich schon gesprochen. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Okay, was ist da? Ah, das ist der Reim. Den lese ich nicht vor. Die Kinder rein mit den 10 kleinen Leichenmatrosen. Wer es lesen will, der kann jetzt bitte Stopp drücken. Ich warte noch etwas. Das wäre die zweite und die letzte Seite zum Reim. Okay, gelesen. Dann gehe ich wieder weg. So.
Ja. Ich habe ein kleines Stückchen weiter gemacht. Und zwar muss ich jetzt hier nochmal rein. Ja, in diesen Raum. Nach draußen geht er ja nicht. Das sieht aus wie der Steg hier auf der Insel. Er sieht ganz glücklich aus. Sie weniger. Tja, wir haben hier das Bücherregal und ich hatte irgendwas von einem Geheimgang gelesen. Und das habe ich schon mal probiert. Ich hoffe, das Buch hier ist rot. Ich dachte, ich hätte ein Klicken gehört, aber vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Nein, das hier bestimmt. Nein. Das ist von den Farben her. Aber ich probiere jetzt. Okay, das oben war schon ein Klicken. Moment, wir haben ja noch mehr Bücher. Das könnte vielleicht auch nicht. Ich dachte, ich hätte ein Klicken gehört, aber vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Okay. Ja, macht ja nichts. Wir haben ja etwas Zeit. Okay, dann nichts wie rein hier. Was haben wir denn hier alles? Kästen. Sie enthalten nichts Nützliches. Kästen. Sie enthalten nichts Nützliches. Und ich sehe schon wieder Zettelkram. Den ich in meinem Notizbuch. Das könnte ich mir näher ansehen. Reden ist Silber und Gerüchte können hässlich sein. Verwahren Sie Ihre Geheimnisse sicher. UNON. Schon wieder ein Spruch. Das sind ja nur die Kisten, okay. Kisten. Das hier, kann ich das lesen? Nein. Oder doch? Rule Britannia. Britannia rule the waves. Rule the waves? Da kommen einem ja vor Patriotismus fast die Tränen. Ja. Das ist aber ein sonderbarer Stromstecker. Er scheint nicht in eine normale Steckdose zu passen. Okay. Naja, ich befürchte. Das ist ein Kurzwellenradio. Das könnte nützlich sein, wenn ich es zum Laufen bringe. Anscheinend fehlen ziemlich viele Teile. Ja, bei dem Stecker, da könnte es sich um einen Stecker für... nicht für die Lampe, für das halten, was ich noch nicht habe. Auch nicht fürs Stativ, nicht für die Lampe, sondern für ein Mikrofon, was ich natürlich nicht habe. Und die Sicherung, die stecken alle beide oben in dem Funkgerät, das ich zum Laufen dachte, bringen könnte. Doch nicht. Das ist ein Kurzwellenradio. Ja, oh Mann, ich kann es nicht wegdrücken. Das könnte nützlich sein, wenn ich es zum Laufen bringe. Anscheinend fehlen ziemlich viele Teile. Ja. Okay. Tresor. Also ich denke mal, links fängt man an und wenn es klickt, ich sollte langsamer machen. Es klickt nichts.
Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ach du liebe Zeit. Ich erkenne das auch nicht so ganz genau. 2, 3, 4 und 5. Okay, das ist der Große. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Oh, shit. Würde ich sagen, nicht von vorne anfangen. Bitte nicht. Das müsste die 49 sein. Ich dachte, ich hätte ein Klicken gehört, aber vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Offen. Okay, zu den Zahlen. Ja. Links 28, rechts 11, links 49 habe ich. Was ist das? Ein Aufblasteil. Wir haben ein robustes Gummiboot. Super. Es sieht aus, als ob es hier eine Schiebetafel geben könnte. Eine Schiebetafel? Jetzt bin ich überfragt. Muss ich hier irgendwelche Dinge reintun? Sprüche? Irgendwas? Was könnte hier passen? Schiebetafel. Nein, nein, ich hab keinen Plan. Da ist etwas in dieser Schublade. Es ist eine Karte, auf der etwas geschrieben steht. Wahnsinn. Wahnsinn. Habe ich die jetzt auch gleich hier? Ach, ich muss einfach draufklicken. Da ist etwas in dieser Schublade. Es ist ein einzelner Ohrring in der Form eines Raben. Dadurch wurden die beiden Schubladen vertauscht. Oh je. Muss ich hier nach Alphabet? Nein, hier steht kein Alphabet. Oh shit, ich weiß es nicht. Ja, ich gucke erstmal alles nochmal durch. Da ist etwas in dieser Schublade. Es sieht wie eine Art Mikrofon aus. Oh, ich habe tatsächlich was. Ah, wir haben diesen Ohrring, wir haben das Mikrofon. Ah, alles klar. Da ist etwas in dieser Schublade. Es ist ein Stück von einem Dokument. Ein Dokumentenstück. Das will ich näher untersuchen. Okay, das sagt uns jetzt noch nichts. Oh. Okay, es scheint nichts mehr zu sein. Ja, Rule the Waves muss hier rein, Leute. Rule the Waves, also beherrsche die Wellen.
W geschrieben, natürlich. Rule the... Hier ist das. Rule the... Waves. Rule the waves. Natürlich. Was ist das? Eine Geheimtür. Es überrascht mich, dass der Strom hier noch funktioniert. Ja, das überrascht mich auch. Dass überhaupt gleich was funktioniert hat. Eine Höhle. Das Wasser hier ist ziemlich ruhig, verglichen mit den Wellen, die überall sonst über diese vermaledeite Insel hereinbrechen. Ich muss mal was probieren. Na ja, gut, das war so ein Instinkt. Aber nein, ich muss ja kein Wasser mitnehmen. Eine Lampe. Was haben wir? Ah. Ein kaputtes Paddel. Nein. Große Ruder. Sah aber ziemlich kaputt aus. Unmöglich zu sagen, was diese Fässer früher enthalten haben. Diese Tafel wirkt fehl am Platz. Halt zurück, ich habe nur was gesehen. Nämlich haben wir jetzt eine Zange natürlich. Okay, sonst war hier nichts. Genau hinschauen. Diese Tafel wirkt fehl am Platz. Hier gibt es etwas, was ich brauche. Ah, ein Glück habe ich ja eigentlich auch die Schaufel. Wie schön alles vorangeht. Jawohl. Super. Nanu, was haben wir hier? Ja, was haben wir hier? Was ist das? Eine manuelle Luftpumpe. Ach Mann. Diese Balken nicht halten, werde ich lebendig begraben. Okay, mal sehen, wo wir rauskommen. Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Naja, was auch sonst. Ja. Ach, vielleicht kann ich ja mit dem Boot eventuell. Ja. Et voilà. Und jetzt vielleicht noch die Paddel gleich dazulegen, die großen Ruder. Ausgezeichnet. Wie angegossen. Ja, ich versuch's mal hier vorne bei dem Wasser hin. Vielleicht klappt es ja gleich. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Nein, nur noch mal. Das Wasser hier ist ziemlich ruhig, verglichen mit den Wellen, die überall sonst über diese vermaledeite Insel hereinbrechen. Ja, das hatte ich doch alles schon gehört. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Das Wasser hier ist ziemlich ruhig, verglichen mit den Wellen, die überall sonst über diese vermaledeite Insel hereinbrechen. Auf mit Reden! Ich kann es nicht wegdrücken. Beziehungsweise habe ich die Taste noch nicht gefunden.
Blut. Faszinierend. Das sieht wie eine Art Ein-Mann-U-Boot aus. Allerdings ist es offensichtlich irreparabel beschädigt. Ja. Das Wasser hier ist ziemlich ruhig. Oh nein, 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 bitte, bitte. Verglichen mit den Wellen, die überall sonst über diese vermaledeite Insel hereinbrechen. Ich habe jetzt zum dritten Mal den Spruch gehört. Ich kann das nicht mehr hören. Jetzt mach jetzt mal was. Bitte, vorne raus. Jawoll. Die Strömung war zu stark. Das sollte ich lieber nicht noch einmal versuchen. Sie hat mich hier an diesen Strand getragen. Die Strömung war zu stark. Oh ja. Das sollte ich lieber nicht noch einmal versuchen. Sie hat mich hier an diesen Strand getragen. Okay, Leute, jetzt hier mal abgesehen davon, dass ich den Spruch zum dritten Mal, glaube ich, oder zum ersten, nein. Okay. Ja, nein, zum zweiten Mal jetzt gehört habe. Beende ich erstmal den Part, denn ja. Bin froh, dass ich hier angekommen bin. Mal sehen, wie es weitergeht, was ich hier noch finde. Also, ob wieder jemand tot ist oder nicht, erfahren wir im nächsten Part. Und wir haben vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis denn, ich bin weg. Ciao.